Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem achten Food Diary. Ihr solltet euch vielleicht was Kleines zum Essen holen, damit ihr nicht so mega Hunger bekommt, wenn ihr euch das anguckt. Das ist heute mal mein Abendbrot. Ein bisschen spät, aber egal. Und ich habe hier so alte Brötchen, also alt, die waren schon 2 Tage alt und ein bisschen hart, weil ich die nicht in der Folie, sondern in Papier hatte. Und deswegen habe ich die jetzt nochmal mit Wasser angefeuchtet, in der Mikrowelle warm gemacht, sodass sie schwabbelig waren so ein bisschen. Und dann habe ich sie mit ein bisschen Öl in der Pfanne so kross gemacht und dann Knoblauch drauf und ein bisschen Pesto drauf, ein bisschen Lauch drauf, Tomaten drauf und Gewürz drauf. Und ja, versuche ich jetzt zu essen. Ich weiß, dass das Brötchen ein bisschen hart geworden ist, aber meine Zähne sind ja zum Glück noch gut. Dann crunche ich da drauf ein bisschen rum und es wird aber auf jeden Fall lecker, weil ich liebe diese Kombi aus Knoblauch, Tomate und Lauch. Und dann halt mit sowas Brotigem drunter. Das ist genial. Ist mein heutiges Frühstück und da unten drunter seht ihr so einen Pfirsich Alpro Natur Joghurt. Und ich habe den schon gekostet. Ich finde den echt gut. Also man schmeckt halt wieder das Soja raus, aber der schmeckt auch gut nach Pfirsich und hat sogar kleine Pfirsichstückchen drin. Und dann habe ich einfach nur so ein ganz bisschen Haferflocken reingemacht und ein paar Chiasamen, was ihr hier so am Rand seht, aber nicht irgendwie, um das anzudicken, sondern einfach nur, dass ein bisschen, ja, noch ein paar Ballaststoffe und irgendwas, was den Magen so voll macht, drin sind. Und Ballaststoffe war bestimmt falsch, aber ist ja egal. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Halt Haferflocken, die sättigen ja besser. Und dann noch hier ein paar Nektarinen. Also es waren zwei. Und die da rein. Und ich hoffe, wenn ich das umrühre, weil das ist schon ziemlich voll, die Schale, dass es dann nicht überquellt. Aber ich glaube, das schaffe ich. Das ist mein heutiges Mittagessen. Ich habe mir mal wieder Wraps gemacht. Diesmal sind es aber, weiß ich nicht, ob man das sehen kann, ein bisschen dunklere Wraps. Sonst habe ich immer diese Weizen-Wraps genommen. Und das sind jetzt so welche, wo auch noch Leinsamen mit drin sind. Und die sind ja wohl, glaube ich, gut für die Verdauung und so. Und dann habe ich hier Falafel drin. Also es war so ein fertiger Falafel-Mix und ich habe es schon mal gekostet. Das schmeckt sehr gut. Aber werde ich euch dann in meinem Durchprobiert-Video nochmal zeigen. Und das Dressing, was da ist, das habe ich selber gemacht aus Naturjoghurt, ein bisschen Ketchup, ein bisschen Käse, also so Wilmersburger Käse. Und dann noch Kräuter frei nach Nase reingemacht und so. Und Essig, weil der Joghurt ein bisschen süß war. Und dann haben wir noch Möhrchen da drin und Gurke und Tomate und Salat. Und dann habe ich mir hier noch, weil ich eh schon frittiert habe wegen den Falafeln, mir Zucchini in Stückchen geschnitten und dann die halt auch frittiert und ich habe also um die Panierbrösel da dran zu machen, Paniermehl heißt das, habe ich ganz normales Mehl genommen, da habe ich ganz viel Gewürze reingehauen, auch wieder so nach Nase, hauptsächlich Oregano, Salz, Pfeffer, Knoblauch und dann das Ganze mit Milch so lange aufgerührt, bis es klebrig und sehr breiig war, sodass es halt gut gehalten hat, dann da drin rumgedreht. Und das schmeckt richtig lecker. Ich habe eben schon eine weggekostet. Das ist richtig gut geworden. Also klar, wegen frittiert ist alles ziemlich fettig, aber das brauche ich heute mal. Das ist dann so mein Ausgleich für, dass ich sonst nicht wirklich mehr Fastfood mir hole und das brauche ich jetzt. Heute eskaliere ich wirklich so ein bisschen, was das Naschen angeht. Also manchmal, weiß ich nicht. Aber ich bin ja auch nicht vegan, um gesund zu leben, sondern um irgendwie, ja, Tierleid zu vermindern und trotzdem werde ich fett, weil ich gerne süße Sachen esse. Und ja, das ist jetzt Mango-Sorbet unten von Aldi. Und das haben die bei uns jetzt aus dem Sortiment genommen, glaube ich. Ich könnte ausflippen, weil das ist so lecker. Und ich habe aber zum Glück noch eine ganze Packung davon da. Und dann, wow, was war das? Finger. Und dann, meine Finger haben ein eigenes Leben entwickelt. Dann haben wir hier noch Nektarinen und Sahne, also vegane Sprühsahne. Und dann überall so dieses Weiße sind so Kokosraspeln. Und dann haben wir hier noch Kakaopulver und Zartbitter-Schokosplitter, Streusel, wie auch immer. Ja, und das werde ich jetzt auch futtern. Sieht so lecker aus. Oh, geil. Die gibt zum Frühstück mal Brezen, so eine fertig zum Aufgebackenen im Ofen. Das war kein Deutsch, aber egal. Jedenfalls so eine tiefgekühlten, die man dann aufbacken kann. Und ich mag Brezen total gerne. Und ich mag sie am liebsten, wenn sie kein Salz drauf haben. Deswegen habe ich das Salz weggelassen. Und dazu, es wundert mich immer mehr, ein Kaffee schon wieder. Und hier ist irgendwie, ich weiß nicht, den Becher, den habe ich mal vom
Vom Primark seit Ewigkeiten schon und irgendwie ist in dieser Zwischenhülle, da sind irgendwie eine Außenschicht und eine Innenschicht und irgendwie kommen da dauernd Dinge rein, aber nie wieder raus. Das ist sehr verwirrend. Ja, jedenfalls wieder Kaffee mit halb Kaffee, ein bisschen Zucker und ein bisschen Schoko Aroma und halb Hafermilch. Und dazu habe ich dann noch hinten eine Margarine, weil ich die Brezel dann so durch die Margarine streife und das dann so esse. Dann zeige ich euch nochmal mein Frühstück. Und hier habe ich Apfel, also das ist ungefähr ein halber Apfel, was daneben liegt. Und der andere halbe Apfel ist hier drin. Und dann noch eine Nektarine. Und unten habe ich so Haferflockenschleim. Also ich habe Haferflocken, dann einen Esslöffel Chiasamen, bisschen Kokosflocken, einfach nur so rübergeschüttet. Und dann ein kleines bisschen Agavendicksaft und den Rest aufgegossen mit Hafermilch. Und ja, dann habe ich hier oben noch Bananenmatsch, wie man unmissverständlich sehen kann. Und das werde ich jetzt alles irgendwie dann verrühren gleich. Zumindest so der Plan. Aber wie ihr sehen könnt, ist es sehr voll. Ich habe immer Angst, dass mir alles überflutscht. Und dann habe ich hier noch mein Getränk. Das habe ich bei Instagram schon gepostet. Das ist selbstgemachter Eistee, habe ich gesagt. Aber es ist eigentlich gar kein Eistee, weil gar kein Tee drin ist. Aber ich finde, es schmeckt wie ein Eistee. Also ich habe Rhabarber genommen und habe den Rhabarber geschreddert. Also klein gemacht, den Saft rausgequetscht, mit Minze zusammen vermixt und das wieder rausgequetscht und dann ein bisschen Agavendicksaft dazu gemacht und das dann mit ganz viel Wasser aufgegossen und das dann mit einer halben Zitrone. Also ungefähr 2 Liter Wasser und eine halbe Zitrone und ja, das schmeckt voll geil. Dann mache ich immer Eiswürfel rein, dass es richtig schön kalt ist und das ist richtig lecker, finde ich. Und voll erfrischend und stillt richtig gut den Durst. Heute mal schon wieder Frühstück im Bett und es gibt was Herzhaftes, weil ich irgendwie heute keine Lust hatte auf was Süßes. Und wir haben es jetzt auch mittlerweile schon 10:30 Uhr. Deswegen, ja, habe ich auch ein kleines bisschen mehr gemacht. Aber ich glaube, das werde ich schaffen, weil ich habe mega Hunger. Ich bin schon seit um 7 wach, kam aber noch nicht zum Frühstücken. Ja, und ich habe hier ein ganz normales Roggenbrot mit Tomate, Gurke. Unten ist vegane Mayonnaise, obendrauf ist auf der Oberhälfte ist Heinz Ketchup. Und dieses, ja, Orange da, was ihr da seht, dieses Wurstähnliche, das ist diese vegane Mortadella von Edeka, die jetzt neu ist. Die koste ich mal, mal gucken, wie die schmeckt. Und sage ich euch dann natürlich in meinem Durchprobiert-Video. Und jupp, da habe ich noch einen Rest von der, ein bisschen was von Gurke und Tomate und so. Und nur ein kleines Eckchen vom Brot, was abgebrochen ist. Und mein Trinken ist wieder dasselbe, was ich euch gestern beschrieben habe. Heute mal seit langem wieder Pommes bzw. diese Curly Fries, weil ich einfach mega Heißhunger auf Fast Food Pommes-mäßiges hatte. Und deswegen habe ich mir die jetzt gemacht. Auch wenn ich noch ein bisschen von dem Curryreis da habe, den muss ich dann auch noch essen. Aber das esse ich dann zum Abendbrot oder so. Und ja, mit ein bisschen veganer Mayonnaise dazu. Das ist heute mein Abendbrot und ich werde vielleicht noch ein kleines bisschen mehr von dem Obstsalat, weil ich habe mir eine ganz große Schale mit Obstsalat gemacht und weil ich irgendwie jetzt im Abend doch so ein bisschen so Heißhunger auf irgendwie was Süßes habe und dachte mir, bevor ich mir jetzt die Schokolade reinpfeife, mache ich mir alles mögliche an Obst, was ich noch da habe und hau das zusammen. Und wir haben hier drin Bananen, Pfirsich, nee gar nicht, Nektarine, weißfleischige Nektarine, dann Heidelbeeren, also eine Kulturheidelbeeren und Wassermelone. Und ja, von der Wassermelone und dem Obstsalat habe ich noch mehr da. Wassermelone nur so und ich mag das total gerne, vor allem wenn es jetzt so ein bisschen wärmer ist, wenn man die Wassermelone in kleine Stücken schneidet und die dann im Kühlschrank hat und die dann so richtig kalt essen kann. Das ist voll geil. Ja, aber jetzt erstmal bin ich mit meinem leckeren Obstsalat zufrieden und lass mir den schmecken. Ich liebe das Obst und so auf dem Haufen und boah, geil. Heute gibt's wieder mal was Herzhaftes zum Frühstück. Irgendwie habe ich das gerade so. Ich glaube, das gibt manchmal so süße Phasen und herzhaft. Und jetzt ist gerade meine herzhafte Phase wieder. Ja, und da habe ich hier so ein Dreikorn-Toast mit unten ein bisschen Feldsalat, dann dieser veganen Mortadella von Edeka und Gürkchen drauf. Und das hinten habe ich dasselbe. Und ach ja, und ein bisschen vegane Mayo, wie man sieht. Und das ist selbstgemachte Tomatenkräuterbutter bzw. Margarine. Ich habe es halt mit Alsan gemacht und mit Tomatenmark und alle möglichen Kräuter reingehauen. Vor allem ganz viel Oregano und ein bisschen Rosmarin. Das schmeckt besonders gut, finde ich.
Oh, und ich war ein bisschen daneben heute und eigentlich kommt da keine Margarine drunter. Und ich habe da trotzdem nochmal Margarine runter gemacht, aber naja. Egal. Und das esse ich jetzt und gucke dabei ein bisschen Fernsehen. Das ist mein heutiges Mittagessen. Eigentlich wollte ich mir nur so eine kleine Zwischenmahlzeit machen, weil wir heute Abend essen gehen, weil mein Opa Geburtstag hat. Aber ich dachte mir, ich wollte mir so einen Haferschleim mit Schoko machen und so. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass ich letztes Mal irgendwo gesehen habe, dass jemand mit Haferflocken und so so Pancakes gemacht hat. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, machst du einfach noch ein bisschen mehr Mehl rein und Backpulver und habe das so ein bisschen umgerührt. Und habe dann jetzt irgendwie so Freestyle-Pancakes draus gemacht. Und ich habe, wie ihr hier sehen könnt, schon eine Ecke gekostet und habe da clever die Heidelbeeren vorgelegt, dass man es gar nicht sieht. Und ich finde, es ist echt gut geworden. Es ist an manchen Stellen, vor allem hier bei dem Stück, unten ein bisschen kross geworden. Also wirklich so ein bisschen schwarz, weil ich die da ein bisschen zu lange drauf gelassen habe. Aber vom Geschmack her sind die saugut. Und das da hinten ist so ein Soja-Dessert-Vanille-Pudding. Und dann noch ein paar Heidelbeeren. Und auch hier drin habe ich so Heidelbeeren reingedrückt, also auf die eine Seite und dann umgedreht und die dann quasi damit so eingebacken. Und ja, ich glaube, das wird sehr lecker. Aber die sind sehr mächtig. Also ich glaube, mir hätte davon einer gereicht, aber ich hatte ja dann nur mal alles voll. Und deswegen musste ich das jetzt machen, aber es ist sau lecker. Mein heutiges Frühstück besteht mal wieder aus diesem Roggenbrot. Aber ich habe es mir diesmal wieder angetoastet, also halbiert, dass es in den Toaster passt und dann einfach in den Toaster geschmissen für ein paar Sekündchen, dass es ein bisschen kross ist. Und das hier vorne soll wohl so eine von Edeka Bio Vegan, die haben ja da so eine neuen Sachen rausgebracht. Und das soll da wohl diese Teewurst von sein. Ich finde vom Geschmack, also ich hatte schon ein bisschen was am Fingernagel, das hat eher irgendwie so geschmeckt wie, ja, weiß ich nicht, ein bisschen ähnlich wie eine Mischung aus diesen Scheiben, die man sich immer aufs Brot legen kann. Und aber auch irgendwie wie Leberwurst, also so eine vegane Schmierleberwurst. Und ja, ich finde die Farbe ein bisschen suspekt. Also in der Kamera sieht es noch ein bisschen anders aus. In echt ist es eher so ein richtiges, ja, Giftorange, sage ich mal. Sieht aus wie eine pürierte Möhre. Naja, egal. Und da hinten halt ganz normal Flaumus. Und ja, aber ich glaube, das schmeckt ganz okay. Aber ich finde nicht, dass es nach Teewurst schmeckt. Also ich glaube, das könnte eher als Leberwurst durchgehen. Und ja, dazu einfach nur ganz normal Wasser zum Trinken. Heute nichts Spektakuläres. Das war's dann auch schon mit diesem Food Diary. Diesmal habe ich wieder alles irgendwie mehr so frei nach Nase zusammengehauen und nichts irgendwie nach Rezept gekocht. Es war auch mehr Frühstück als alles andere, glaube ich. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unter mir könnt ihr meine zwei letzten Videos sehen und neben mir könnt ihr abonnieren, beziehungsweise neben dem Bild. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf und guten Hunger, falls ihr euch jetzt was zu essen holt.